Herzlich willkommen zum nächsten Part meines Destiny 2, die Hexenkönigin Let's Plays. In diesem Part werden wir Hexenkessel machen und damit ab rein geht's. Oder hast du jetzt gibt's schon immer. So oder so können wir uns immer darum kümmern, halt das Gegnerteam zu dezimieren. Dinge, die man halt so macht im PvP. Ja, na gut, das ist ungünstig. Wie auch immer, so oder so können wir uns jetzt immer dran kümmern, halt das Gegnerteam auseinanderzunehmen mit der Lehre Super. Halt eher mit dem Sentinel, besser gesagt. Also Captain America Dings. Danach halt eben mit anderen. Wahrscheinlich eher Solar. Das sind halt die für mich am besten funktionieren. Okay. Oder halt erstmal nicht. Okay, das dürfte ausreichen, um mit Bildmaterial zu haben für Thumbnails. Für ein Thumbnail so rum. Okay. Okay, das kann nur schief gehen. Sag ich ja, der Treffer wird auf jeden Fall nix. So. Jetzt aber ab nochmal hier durch. Das ist eigentlich teilweise mega bekloppt, was den Unterschied ohne das Spiel machen kann. Und das war aber einfach nur eine dumme Leistung von mir gerade. Also gut, das wird eh wahrscheinlich 2-3 Matches um den Dreh rum. Okay. Das ist mir auf jeden Fall gerade passiert. Vor allem diese Klingen super sind eigentlich auch mega heftig. Wo kommt der Schlag auf immer? Ja. Also teilweise denkt das bisschen. Naja, was soll's. So oder so habe ich mich eigentlich dran gewöhnt, halt eben auf dem Warlock zu spielen. Also jetzt vor allem in letzter Zeit durch die Season habe ich halt mehr drauf gespielt als jetzt mit dem Titan. Allgemein, vor allem jetzt, was den Modus hier angeht. So oder so ändert das eigentlich eh nichts. Eiskalt serviert, Auge um Auge. Ja, das ist doch so. Naja. Na, okay. Das geht also ganz im Sprung. Und den. Ja, der war zu schnell. Also, wie hat er sich gerade so schnell oder in der Richtung bewegt? Ah ja. Keine Ahnung. Ach komm, ja, warum ist das erst jetzt aufgetaucht und das Tor wird mich sowas noch umbringen? Oder das wird halt Zwingfeuer, das gibt natürlich auch. Und wieder eine Glanzleistung vom Feinsten hier gerade. Aber naja. So ist das halt nun mal. Einfach nur Schrott. Ja, bis jetzt mal. Naja. Lieber erstmal abdrehen, um dann halt eben nicht gerade sinnlos kaputt geschossen zu werden. Ne, dafür dann aber halt wieder mal in die Luft gejagt zu werden. Es läuft fantastisch auf jeden Fall. Naja, so oder so. Ich wiederhole mich auch nur noch am laufenden Band, oder was? Ja, so und nicht anders, wenn wir das erben. Hat man ein ordentlicher Treffer. Und dann halt eben gleich wieder über den Haufen geschossen zu werden. So mag man das doch. So. Wollt ihr mich gerade sagen, ich krieg's mit der. Ne, mit. Okay, was auch immer das gerade war. So oder so halt eben mit Outbreak besser hin, Leute zu töten als mit einer Super oder was? Naja. Das ist auf jeden Fall mal etwas. Okay, was genau war jetzt der Plan jetzt hier? Das war auf jeden Fall mal etwas, was gerade passiert ist. Ja. Das ist nochmal eine 6er Strähne. Bringt zwar auch nicht mehr viel, weil wir sowieso gleich verloren haben. Aber, na, immerhin. Ein kleines Comeback für mich selber. Na, ja, kein Wunder, dass das nichts wird. Selbst in Fancy Matches, wo ich halt eben auf dem Topplatz vom Team bin, wirklich gut. Also eigentlich heißt es nur, entweder Leute halt noch schlechter als ich spielen oder halt eben gerade ein schlechteres Match haben. Wie auch immer man es drehen will. So oder so geht es dann jetzt halt eben ins nächste Match weiter. Auf in die Schlacht. Ja, nicht schlechter als das. Vielleicht darf das Match mal vom Anfang an besser als das letzte. Jedenfalls mal nicht im Kommentar, das ist schon mal klar.
Ne. Okay, den Namen habe ich jetzt gleich nicht mehr. Wo kam die gerade auf einmal her? Naja. So oder so können wir uns jetzt mal weiter auf den Weg hier durchmachen. Nur um dann wieder aufgeschossen zu werden, weil ich jetzt ständig dumme Fehleraktionen machen tue. Genau. Ja. Dazu sage ich dann erstmal nichts mehr. Endet ja eh gleich, egal was ich jetzt hier mache. Hier war doch irgendwo einer. Ja, so weit kommt es so, dass ich nicht nur mehr schaffe, jemanden ohne Super auszuschalten. Das ist dann einfach nur eine Katastrophenleistung. Naja. Ach, guck mal. Ja. Ah, okay. Was auch hier schon wieder los ist. Ja. Und direkt wieder in die Klingenfeuer reingerannt. In die Klingenfeuer gefallen. Ins Klingenfeuer auf jeden Fall. Ja, hier mal jemand mit der goldenen Knarre. So, wollen wir jetzt den restlichen Haufen da drüben? Okay. Okay, was war das gerade? So und nicht anders will man das so haben. Ich weiß zwar nicht, wie ich gerade hier rausgekommen bin wieder, aber das ist ja auch nicht so wichtig. Das Wichtige ist, dass ich es geschafft habe. Und das war's. Noch 5 Minuten. Festliche Berührung. Was für, was war das gerade jetzt? Nein, die Super natürlich. Und, nein. Na gut, das war auch schlau. So eine Barriere aufzumachen, als wir das Überschritt geben wie beim Lehrer. Also das schalte ich mal wieder schneller als Track Racer. Naja. Die Vergleiche sitzen auch nicht gerade. Na. Was auch. Weiß man nicht, was der gerade vorhatte, aber jetzt ist er eh gekocht. Also ändert dann auch nichts mehr. Okay. Ich hasse auch immer mich gekonnt, in so Dinger rein zu manövrieren. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was hier gerade schon wieder los ist. So oder so sind auf jeden Fall Sachen, die nicht passieren sollten. Und das war's dann auch mal wieder. Ja. Ich hätte gedacht, dass das funktioniert. Bloß nicht zurückschießen, ne? Ist ja überhaupt nicht eine offensichtliche Aktion, die man hier machen könnte. Okay. Na, wenigstens schon mal das Match zu gewinnen, wie es aussieht. Dann würde ich sagen, noch ein drittes. Und dann hat sich das Ding diesmal mit Stasis dann. Und ja. Das war schon jetzt eh gleich. Ja, vor allem deswegen. Da können wir trotzdem aus Feld räumen. Nö. Da gehe ich sowas von weg. Nur um dann direkt wieder reinzurennen. Wie man es halt so macht. Ah, okay. Noch schön extra Punkt mitgenommen. So. Und wohin habe ich gerade geworfen? Es war irgendwie 2 Kilometer daneben oder so. Naja, keine Ahnung. So oder so können wir uns jetzt hier nur weiter durchmachen. Okay, warum ich jetzt... Na, komm. Na, von der Schaffbarsnummer raus wird er trotzdem nochmal überhaupt genommen. Das ist auf jeden Fall eine Glanzleistung vom Feinsten. Naja. Stell dir vor. Okay. Ja. Das ist auf jeden Fall gerade passiert. So oder so machen wir noch ein drittes Match und dann dürfte der Part hier fertig sein. Der Hexenkessel stellt einen offenen Krieg nach. Zeigt mir, ach, tut er das? Hast, wenn es keine Grenze gibt. Ja, dann halt. Dann gibt es auch keine Grenzen, also kann man es auch nicht sprengen. Also
Ja. Chaotischer Wahnsinn halt einfach. Der auch wirklich hervorragend funktioniert, muss man echt sagen. Okay. Was auch immer das gerade war, ist auf jeden Fall nicht, was es sein sollte. Das steht schon mal fest. Naja, lass mal auf jeden Fall mal so stehen. Dieses Naja-Ding habe ich auch schon wieder so 10.000 Mal gesagt schon. Ich weiß nicht, das passiert irgendwie immer wieder. Ja, okay. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich kann damit gerade gar nichts mehr ausrichten. Also, zumindest nichts, was ich machen will. Verdammt. Ja, sag ich ja, das sauber. Nicht so. Okay, was zu heute? Na. Und natürlich kriege ich direkt wieder alles ab. Ich krieg's hier irgendwie nicht hin, mich ordentlich durch zu manövrieren. Ich bin gut, die Samen passieren mit dem Warlock auch. Das ist allgemein so ein Ding, was mir passiert, wenn ich hier unterwegs bin. Entweder halt sowas oder halt eben voll Kanne in den Super reinzurennen. Na komm. Na, so einfach dann auch nochmal nicht. Ja, okay, das dort. Ja, ich weiß zwar nicht, wie ich da gerade getroffen habe. Wie ich das gerade geschafft habe, aber das ist doch auch was. Okay, war hier überhaupt jemand? Nee. Dafür bin ich gerade schön in eine Super reingerannt. Na, ist das praktisch. Na gut, knapp zu zwei. Ja. Das halt. So. Von meinem Standpunkt aus morgen, Zeitpunkt aus morgen oder so, mache ich dann noch Assassin's Creed Rogue weiter. Ist auch noch so ein Ding, was ihr auschecken könnt, wenn ihr wollt. Glaubt so ähnlich, dass sich das wer ansehen wird. Ich meine allein schon in der Hinsicht, wie das halt eben hier funktioniert, aber ne. So oder so ist es auf jeden Fall mal noch eine weitere Serie, die ich hier angefangen habe. Also, ja. Ist auf jeden Fall vorhanden. So oder so ist dann auch nicht mehr weiter dazu zu sagen, außer halt eben, dass noch ein neuer halt eben ein Trailer für die Spiele rauskommen wird, die ich halt auf dem Kanal bringen will, das nächste Jahr. Nächstes Jahr so rum. Ja. Das ist halt auch noch so Sache, die ich angemerkt habe. Mit dann halt einer Viertelstunde vorher halt eben den Template zu den jeweiligen Serien bis auf 1, wo ich mir halt noch nicht 100% sicher bin. Das aber zumindest mal eine ordentliche Option ist, ähnlich wie One Piece Odyssey. Weil es nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe, halt immer mehr im Interesse ist. Auch wenn ich jetzt nicht sagen kann, wann und ob das wirklich dann auf dem Kanal kommen wird. Oder wie das dann halt ablaufen wird, wenn es denn so ist. So oder so sind jetzt wohl die wichtigsten Dinge halt eben. Es Lightfall natürlich, was dann halt eben rauskommen wird, wenn das anfängt, so da, wie gesagt, halt entweder im Stream halt eben am Release Day, je nachdem wie es mir da ist, das klappt halt eben, und oder halt eben ganz normal halt so zwei Tage nachher als Part, das sehen wir dann. Danach halt eben noch Dingens, wie heißt Jedi Fallen Order, ne Quatsch, das ist der Sequel, bin ich jetzt, ich krieg ja auch nur Sachen durcheinander. Aber halt eben, ja, Jedi Survivor, dann halt eben Mitte, was war das, März oder sowas, falls ich da so möglichst um den Dreh rum halt. Und dann nach geht's dann halt mit dem, was als erstes weiter rauskommt, weiter. Dann entweder Assassin's Creed Mirage, Black Myth Wukong. Oh ja, gut, ich bin auch schlau. Ich sag, mach doch groß so, als würde ich das halt nicht erwähnen wollen. Aber jetzt sag's dann trotzdem, was ich für Spiele so im Kopf habe. Macht Sinn, ne? Okay, ne. Ja, komm. Gut. Hat der Emos angefangen zu werfen, ist dann eh vorbei. Das sind so mal grundlegend die Ideen, die ich jetzt hier habe. Halt die Spiele, die ich gerade erwähnt habe. Pragmata. Und dann halt. Ja, vielleicht mal. Hab ich noch mal was anderes? Ach, stimmt. Cyberpunk. Phantom Liberty und vielleicht noch hier dazu irgendwann noch glaube ich heißt die Erweiterung von Steel Rising, das vielleicht noch so nebenbei so ein paar Parts rauszuroppen.
Ist mir zumindest eine Idee, die mir gerade durch den Kopf geht. Aber das muss jetzt alles nicht genauso kommen, wie ich es gerade gesagt habe. Mirage und Survivor, denke ich mal schon. Lightfall sowieso. Der Rest muss man dann, bleibt dann halt abzuwarten. Wie auch immer, damit würde ich dann auch sagen, war es das für diesen Part. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.